Hallo Palia-Freunde, im heutigen Video geht es um die neuen Quests, die mit dem letzten Patch kamen. Und zwar geht es um alte Freunde, Papierflugzeuge, ungesehene Seiten, Es muss strömen und Literaturliebhaber. Das sind die fünf Quests, die ich euch heute in dem Video zeigen will. Die Siegerring-Quest erwähne ich nicht, weil die gehört zu dem neuen Schapperhaufen, der in Bahari spawnt. Den könnt ihr in Bahari an der Küstenregion finden. Dementsprechend ist das eine RNG-Quest, aber die anderen fünf Quests, die ich gerade genannt habe, haben feste Positionen. Hier zwischen Kilima und den Phönixfällen bei Shines Haus fängt es an. Wenn man in Shines Zimmer reingeht, gibt es auf der rechten Seite ein Buch. Da bekommt ihr eine Note. Diese Note habt ihr in den Quests drin, da könnt ihr dann rechtsklick draufklicken und lesen und dann solltet ihr eine Quest bekommen, wenn ihr sie nicht schon direkt beim Lesen vom Buch bekommen habt. Das ist schon mal die erste Sache, dafür müsst ihr also in Shines Haus einfach nur rein, wie gesagt, das ist hier oben. Danach geht's zu Kaleri. Und zwar müsst ihr dafür freigeschaltet haben, dass ihr in die verbotene Zone von der Bücherei reinkommt. Das heißt, wir gehen jetzt halt gleich in die verbotene Zone der Bücherei hier rein. Ist direkt um die Ecke hier. Und dort gibt es eine Erneuerung. Und zwar steht jetzt gleich innen drin auf der linken Seite eine Glasvitrine. Und wenn man die Glasvitrine anguckt, wird man auf das Buch darin aufmerksam gemacht. Und danach spricht man dann mit Kaleri, geht dann das Buch holen und gibt es dann am Ende ab, bis man dann halt den Quest-Reward davon hat, ne? Das zieht sich dann halt, aber es startet bei dieser Glasvitrine. Und die dritte Sache, die in Kilima drin ist, ist in Sekis Laden. Da geht ihr rein, zieht ein Buch heraus. Geht runter. Und hier auf der linken Seite, wo normalerweise die Teppiche sind, auf dieser Box liegt ein Buch. Ist ein lilanes Buch. Ihr geht zu dem Buch, ihr müsst mit Seki reden und ihr geht nochmal zu dem Buch. Ja, also man muss zweimal zu diesem Buch gehen. Man muss es sich sozusagen erst die Erlaubnis von Seki holen, dass man das haben darf. Das heißt, zweimal zum Buch gehen ist ganz wichtig, ne? Am Anfang, um die Quest zu starten und danach, wenn ihr mit Seki geredet habt, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ihr irgendwo auf der Map nach irgendwas sucht. Das ist wirklich so simpel, dass es zweimal an der gleichen Stelle ist. Und die anderen zwei Quests, die noch fehlen, die führen uns jetzt nach Bahari. Das heißt, wir gehen mal kurz zum Schnellreisepunkt. Tun uns mal kurz nach Bahari rüber teleportieren. Sind leichter zu erreichen, wenn man vom Hausplot geht, weil unser erstes Ziel ist Stadtrand. Erstmal die Ladezeit überbrücken. So, jetzt sind wir hier angekommen. Wir teleportieren uns zum Stadtrand. Der Stadtrand-Teleporter ist genau da, wo man jetzt zum Housing-Plot kommt. Das haben sie auf der Map geändert. Hier ist es Bahari-Stadtrand. Durch die Mine kommt ihr zu euch nach Hause. Und ihr geht jetzt hier links. Oh, eine Star-Dari-Nelke. Krass, heftig. Wir müssen mal kurz im Video eine Flair machen. Man geht hier auf jeden Fall nach links und vorher war ja da, wo jetzt der Außenpost, also der Schnellreisepunkt ist und so nach Hause, war ja ein Tor und dieses Tor ist jetzt hier links Richtung Tamala. So zwischen dem Teleporter halt von Stadtrand und Tamala ist jetzt das Tor hier. Ihr seht, da ist es und hier vorne, rechts neben dem Balken, liegt so ein Haufen. Und in dem Haufen findet ihr ein zerfleddertes Schema. Und das führt euch dann zu Najuma. Und das ist dann halt die vierte Quest, die wir machen. Also heute ansprechen, wo man die bekommt. Das heißt, das ist eigentlich, denke ich, relativ einfach zu finden. Danach geht es rüber zum Schnellreisepunkt. Ich tue noch mal kurz eine Flair drauf werfen, weil das ist eigentlich schon eine echt seltene Sache, die wir hier gefunden haben. Dementsprechend mag ich das ruhig noch mal. Damit die Zeit von der Flair refresht. Und wir gehen rüber zur versteckte Klippen. Und gehen Hodari besuchen. Das ist jetzt ein klein bisschen Laufarbeit. Aber ich denke, das ist vollkommen fein an der Stelle. Und wir müssen zu Hodari ins Haus und in seine Küche. Und
wir sammeln da ein Item auf, beziehungsweise wir gehen da jetzt gleich zu einem Gewürzregal. Ich zeige euch, wo das ist. Und danach müsst ihr mit Todari reden und müsst für ihn Gewürze nachfüllen, die ihm ausgegangen, entwendet, wie auch immer man sagen möchte. Man geht rein, rechts am Sofa vorbei, hinten in die Küche. Und wenn man in die Küche reingeht, direkt links um die Ecke und rechts neben dem Kühlschrank sind so ein paar Fässer. Und die Fässer kann man anklicken, wenn man die Quest noch nicht hat. Und dann erhält man halt die Quest, die euch dann am Ende ein cooles Furniture-Item gibt. Also ihr bekommt am Ende von der Quest tatsächlich was für euer Zuhause. Von der Najuma-Quest bekommt ihr auch was für Zuhause zum Aufstellen. Und von irgendeiner Buch-Quest, ich glaube der mit dem mysteriösen Buch bei Seki, bekommt ihr sogar ein neues Rezept zum Kochen. Dementsprechend hoffe ich an der Stelle, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye bye, macht's gut.